Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem YouTube-Channel. Heute sind die Lippen dran. Nächstes Jahr berühmt-berüchtigter als der Lippenaufbau. Wir haben die Kirsten wieder da. Was wir machen möchten, ist eine Verstärkung der Lippenkontur und eine Verbesserung der Fältchen um die Lippen herum. Patricia hat eine ganz andere Lippe. Eine jüngere Lippe, die hat auch etwas andere Bedürfnisse. Bist du bereit? Mhm. Dann geht's gleich los. Was machst du denn jetzt, damit die Kirsten hier nicht mit Schlauchwutlippen rausgeht? Bei der Kirsten möchten wir heute bei der Lippenvergrößerung besonders darauf achten, dass sie halt eben keine zu große Lippe bekommt. Denn für die Kirsten passt auch eine große Lippe gar nicht. Wir werden bei der Kirsten darauf achten, dass die Lippe eine schönere Kontur bekommt, saftiger ausschaut und dass wir den Barcode, die Fältchen über der Lippe, halt etwas auffüllen. Dann geht's jetzt los, die Augen schließen. Was ich jetzt gerade mache, ich injiziere jetzt gerade das Produkt in die Kontur der Lippe und zwar in kleinen Mengen. Wir wollen ja eigentlich fast ausschließlich die Kontur behandeln, wir wollen zwar auch ein bisschen Volumen schaffen, aber das betäubt die Lippe gleich für die weiteren Schritte, denn in dem Produkt ist auch ein Betäubungsmittel mit drin. Hat die Patientin nach der Prozedur auch eine Ausfallzeit oder ist sie direkt salonfähig? In der Regel ist man direkt salonfähig danach, man hat jedoch eine leichte Schwellung, die sich nach einigen Stunden einstellt und nach zwei Tagen wieder verschwindet. Es können blaue Flecken auftreten durch diese Injektionstechnik, jedoch geben wir unseren Patienten immer ein Gel mit, welches innerhalb von wenigen Tagen die blauen Flecken abbaut. Und wie lange hält so ein Produkt in den Lippen? Dieses Produkt wird wahrscheinlich 4 bis 6 Monate halten. Es ist abhängig von dem Produkt und es ist abhängig von dem Stoffwechsel des Patienten. Die Lippe hat leider einen relativ starken Stoffwechsel und dadurch hält die Lippe von allen Bereichen am kürzesten. Ich achte darauf, dass die Unterlippe groß genug ist. Die Oberlippe darf nicht größer werden als die Unterlippe. Deshalb mache ich jetzt noch eine Nachinjektion in die Unterlippe. Das Verhältnis von Oberlippe zu Unterlippe muss so sein, dass die Unterlippe immer größer ist. Ansonsten entsteht das berühmte Duckface. Nun sind wir mit der Behandlung bei der Kirsten fertig und ich trage ihr jetzt ein Gel auf, welches die blauen Flecken schneller abbauen, denn nach einem Tag werden leichte blaue Flecken zu sehen sein und dieses Gel sorgt auch dafür, dass die Schwellungen schneller verschwinden. Jetzt sind wir auch wieder zurück mit der Patricia. Bei ihr machen wir gleich auch eine Lippenvergrößerung. Bei ihr darf ich gar nicht so viel Volumen geben, denn Patricia hat auch schon volle Lippen. Wir wollen sie nur ein wenig vergrößern, etwas saftiger machen und das werden wir uns gleich mal ansehen. Bei der Patricia fällt die Oberlippe seitlich ziemlich schnell hier ab, deshalb muss sie hier etwas angehoben werden für eine optimale Form. Mal schön lächeln. Und mit dem offenen Mund lächeln. Wunderbar. Und den Mund so ganz normal gucken. Mhm. So, mehr werde ich bei dir jetzt auch nicht machen. Und jetzt sind wir auch mit der Patricia fertig. Und wie man sieht, die Lippe ist nicht zu groß. Ich habe 1,5 ml Hyaluronsäure verwendet. Und jetzt trage ich hier auch etwas Gel gegen Blauflecken auf.